angekommen. Guten Morgen. Hallo. Die Expedition Hessenteilnehmer haben ausgeschlafen, mir inklusive. Und ist ja nicht so, dass wir nicht gewandert wären gestern. Also wir machen im Prinzip da weiter, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Haben ja gut geschlafen, gut gefrühstückt in der Jausenstation und perfekt. Ja. Hallo. Und weiter geht's jetzt im Hohen. Guten Morgen. Was das Trinkwasser hier tut, wenn wir jetzt noch irgendwie Flaschen auffüllen möchte oder. Eigentlich habe ich sie ja. Muss ich die Werbung hier noch abdecken, guckst du? Wie gefällt euch die Landschaft? Ja. Gibt nichts Schöneres und das alles hier in Hessen. Glaubt einem, glaube ich, kein Mensch. Es ist wunderbar. Also wir haben heute. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Wir haben uns gut ausgerüstet. Wir haben jetzt noch knappe 10, 11 Kilometer vor uns, machen zwischendrin noch eine Rast und ich freue mich drauf. Super. Also ich bin ehrlich gesagt auch rundum zufrieden, ja. Wenn ich mir vorstelle, es ist heute Montag, 10 Uhr, 11 Uhr, normalerweise würde ich im Büro sitzen. Aber nein, ich bin draußen an der frischen Luft, in der Natur. Also besser könnte es nicht sein. Du sollst mich nicht immer beim Naschen fotografieren. Oh, da braucht jemand Vitamine. Ja, auf jeden Fall. Nach der anspruchsvollen Wanderung. Das heißt Luisendorf. Doch, es ist ein Hugenottendorf. Ach, es ist ein Hugenottendorf. Sie hat es vorgesagt. Ihr könnt jetzt mal ein bisschen hugenottisch lesen gehen. Gut, machen wir. Wir müssen den Rest machen. Das heißt, für die Früchte der Erde und für die Früchte von seinem Beteil. De Portière. La Portière. De Die Vache-Kiri, das sind doch diese Kühe, die lachen, ne? Also Kühe. Ele Brevide. Ja, so, und es schützt alles, was hier so groß und klein kreucht und fleucht. Hier lebt auch nicht. Haus Nummer 4 steht auch noch dran. Sehr schön, der Ort hier. Gefällt mir. Du siehst so ein bisschen durchgeschwitzt aus. Ich bin auch durchgeschwitzt. Wir sind gerade im Berg hochgestiegen. Und ja, wir haben uns warm angezogen. Das hätte ein Pullover weniger wäre besser gewesen. Und Hugenotten, unter Hugenotten versteht man ganz allgemein die französischen Glaubensflüchtlinge. Und dazu gehören aber auch alle Nicht-Katholiken praktisch in Frankreich. Ne? Und die Hugenotten waren hauptsächlich in Südfrankreich und in Zentralfrankreich ansässig und dort sehr stark verbreitet. Und in dem 16. Jahrhundert, wir hören heute diese Islamkriege, da gab es ja unter den Christen ebenfalls diese Kriege und da gab es allein 8 Hugenottenkriege in Frankreich. Ne? So schlimm wie diese Tragödie jetzt in Paris war, ne? Also es hat schon immer sowas gegeben. Nee, ja.
weißt schon, was du da für eine Tasse hast, ne? Wenn sich das. Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Ja. Was steht an meiner Tasse? Ich hasse montags und alle anderen. Ja, aber gar nicht. Was, ich habe nur Wölkchen drauf. Eintracht Frankfurt, oh nee. Also zieh's aus. Das soll also bedeuten, die vier Himmelsrichtungen, die vier Apostel und dann die Lilien dazwischen, das sind die Blumen, das sind ja die Blumen der französischen Könige, die also auf die konfliktreiche Vergangenheit zwischen Protestanten und Katholiken hinweisen sollen und die Taube, die als Heiliger Geist zu den Menschen herunterkommt. Wasser herbei. Wie lange ist denn bei Ihnen Weihnachten? Ja, auch das ist eine Besonderheit. Die Stadt stellt an sich in allen Ortsteilen den Weihnachtsbaum auf. Der war uns aber immer zu mickrig. Das haben wir ihn selber aufgestellt. Und wir lassen den auch ein bisschen länger hier dran. Zumindest so lange, wie der Winter ist. Also bis Mitte Februar bleibt er hier stehen.